Jemand wie Herr Aiwanger wird durch eine klug vorbereitete Kampagne diffamiert, rechtzeitig zum Beginn der Briefwahl in Bayern, kann man sagen, wird er diffamiert, wird in die Nazi-Ecke geschoben. Das hatte man in der DDR im Handbuch des Ministeriums für Staatssicherheit, Richtlinie 1 von 1976, Zersetzung genannt. Bürgerlich, mittig, wertkonservativ, liberal. Wir haben schon auf dich gewartet. Schön, dass du heute hier bist. Landwirtschaft, Eigentum, Mittelstand, Familie, Tradition. Wir Freien Wähler sind diejenigen, die schon mal Dreck unterm Fingernagel gehabt haben, die schon mal einen Hammer oder Schaufel in der Hand gehabt haben. Bayern ist das einzige Bundesland quasi, das noch ohne Grüne, das noch regiert wird. Und meine Ansage ist, ich will auch in Bayern ab Herbst keine Grünen in der Landesregierung. Diejenigen, die kommen und sagen, ja, Bürgergeld ist ganz angenehm, wenn man zu denen sagen würde, du bist herzlich willkommen in diesem Land, aber wir erwarten, du schaust jung und gesund aus, dass du arbeitest. Und wenn du nicht arbeiten willst und du bist nicht verfolgt, dann wäre es auch angebracht, dass du wieder nach Hause gehst. Für Eigentum, für Leistung, für Heimat, für Mittelstand, für Familie, für Tradition, für Ehrenamt. Gender-Debatten, Fleischdebatten, Klimadebatten, ideologische Debatten. Dass wir in Deutschland Industrieland bleiben und nicht bei uns deindustrialisieren und meinen, dann wird die Welt eine bessere. Wenn wir weniger Fleisch essen und mit dem Auto langsamer fahren, ja, dann haben wir das Klima gerettet. Man geht mal ans Einwohnermeldeamt und kann ohne jede Frage sich vom Mann zur Frau erklären und von der Frau zum Mann und zwar einmal jährlich wechseln. Da war ich doch froh um jeden, der zu Hause einen Holzofen und fünf Stier Holz hat, dass ich weiß, der überwintert in einer warmen Stube, anstatt zu sagen, du musst dich kalt duschen und mit Waschlappen waschen. Jetzt warst du mit 7 Monaten auf dem Deutschkurs und dann fragen wir dich nach einem Jahr, ob du Bürgergeld willst oder doch so dumm bist, um zu arbeiten. Dann sagen wir, ja, Bürgergeld hört sich auch ganz gut an. Den Freien Wählern brauchte man damals die Welt nicht erklären, die haben sie an dieser Stelle verstanden. Wir wollen diese Gesellschaft, wir wollen dieses Land stabil halten und nicht zermörsern. Wer noch kein Rathaus von innen gesehen hat, der ist für die Bundespolitik nicht geeignet. Dass wir am Ende, wenn wir eine Wurstsemmel wollen, die nur dann noch bekommen, nicht nur wenn sie ideologisch in Berlin akzeptiert ist, sondern auch wenn das Schiff aus China noch rechtzeitig kommt. Der Wolf ist genauso brav und genauso böse wie das Schaf. Er kann nichts dafür, dass er mit Fleisch vom lieben Gott ausgestattet worden ist, dass er Fleischfresser ist. Dann wird der Tierbestand reduziert, weil wenn die Kuh einen Pups lässt, dann geht ja das Weltklima zugrunde, meine Damen und Herren, ist die Argumentation. Und dann heißt es natürlich hinten raus, wir sollen ja ohnehin weniger Fleisch essen, wir brauchen nicht mehr so viele Kühe, Schweine und so weiter. Mit dieser deutschen Gesellschaft für Ernährung, die sagte, man solle nur noch 10 Gramm Fleisch pro Tag essen. Kurz vorher haben sie gesagt 100 Gramm, plötzlich 10 Gramm. Dann habe ich gesagt, okay, wir könnten auch sagen 1 Gramm und das ist dann nur ein Mehlwurm am Tag. Dann passt es. Wir lassen unser Land nicht im Stich. Wir packen an. Gott beschütze Sie. Alles Gute. Vielen Dank.